Und somit begrüße euch wieder zu einer recht herzlichen Folge in Surgency Sandstorm. Und wie ihr sehen konntet, wir sind in der CTE, Community Test Environment. Und zwar deshalb, weil es hier auch eine Schneekarte gibt, die noch in Entwicklung ist. Und allgemein Haufen Features, die hier zum Beispiel aufgelistet sind, die vor kurzem noch reingepatcht wurden in die CTE. Genau, Peace. Nee, Peng. Und ja, die werden dann nochmal analysiert. Wir haben nochmal von diesen Feedback-Dingsbums hier nochmal ausgewertet. Man kann ja sein Feedback da lassen, dann kann man sagen, ja, so läuft, da ein paar Fehlerchen, da und da. Und dann kann man sagen, okay, wir patchen es ins fertige Spiel nachher. Ja, oder allgemein ins Spiel rein. Und dann haben wir neue Features im Spiel. Aber zuerst werden die immer in der CTE ausgetestet und danach werden sie ins fertige Spiel übertragen. Ja. So, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Da sieht schon, das Menü ist ein bisschen anders, ne? Ein bisschen hier so Competitive und Community-Server gibt es dann auch. Was ja also auch schon gibt, aber halt nicht so, ja, mal sagen, so, ja, umfangreich. Da sollen noch mehr Features reinkommen. Naja, bin ich mal gespannt. Ne? So, Koop. So, diesen Frenzy-Modus gibt es auch. Das ist also totaler Schmarrn. Das könnt ihr euch mal selbst reinziehen, aber ich spiele das nicht. Hier, Hillside Koop. Die kennen einige bestimmt aus Insurgency. Das normale 2014 und hier steht es ja auch. Ja, Insurgency Singer 2014. Ja, also ein Remake von der Karte Singer. Mensch, bin noch ein bisschen dürr im Kopf. So, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Find Match. Etwas Video heute nicht so lang ziehen. 2 Minuten schon die Quatsch heute. Ja, Quatsch muss auch sein. Ihr müsst ja wissen, worum es geht hier, welche von der TTE spiele. Aber wir machen davon bloß ein, zwei Folgen höchstens, weil es gibt bloß eine und dieselbe Karte. Eine neue Karte ist schon in Bearbeitung, aber ist noch nicht in der TTE drin. Aber wird, denke ich mal, bald kommen. Hier war auch eine bekannte Karte. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich gut wie alle Karten kenne. Spätestens dann, wenn ich sie sehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mann sind wir. Na, hör mal hin. Wenn der eine Bomber UK heißt, gewinnen wir sowieso. Ich hoffe, wir sind nicht mitten im Spiel. Wäre ungünstig jetzt. Ah, die Karte ist eigentlich Medium, die ist nicht groß. Geht, es geht. Ja, und der TTE, der buggt auch ein bisschen das Ausrüstungsmenü rum. Ja, sie sind schon bei E, siehst du. Nicht so schön. Ich hoffe mal, da kommen noch ein paar Punkte. So, gucken wir mal. Ne, letzter Punkt. Oh, Freunde. Das ist doof. Das ist doof. Und heute eine kurze Runde, Freunde. 7 Minuten höchstens. Da freut sich auch mein... Da freut sich auch mein Aufnahmeprogramm, mit dem ich schneide und alles. Das heißt, wir brauchen weniger Zeit zum Hochladen. Na gut, wenn wir vielleicht bis 5 Minuten heute spielen. 5 Minuten höchstens. Sorry dafür. Nur noch eine Runde kann ich nicht starten, sonst wird es ja zu groß, die Datei. Dann muss ich wieder 3 Stunden lang hochladen. Und ich lade keine 3 Stunden hoch. Bin ich doof. Man merkt mir fehlt der Morgenkaffee, ne? Man merkt das. Ich schieße hier alles daneben. Nee, da machen wir noch eine Folge.
Werde dann aber kurz auf Pause drücken, also auf Aufnahme abbrechen und dann werde ich nochmal neu drauf drücken, wenn halt die nächste Runde losgeht. Weil das geht ja so nicht. 5 Minuten ist ja keine Folge. Hier haben wir. Ja, 5 Minuten 32. Das geht ja nicht. Haben sie den jetzt? Unten sind wir unter uns. Und die F müssen wir noch. Okay, nach F müssen wir noch. Nach F, nach F, nach F. Oh! Shit, jetzt war ich ein bisschen nervös. Scheiße. Shit, ja, es kann auch mal Playskill passieren, sowas. Apropos Playskill, ich heiße wieder Playskill, ne? Ich heiße endlich wieder Playskill auf YouTube. Nicht mehr Edge. Ihr wisst schon Bescheid. Geht schon los, da krieg ich schon Zungenbrüche bei dem Namen, Junge. Ah, nee. Freunde. Sag doch, das war noch nicht die letzte Position. Ich kann mich noch an das Haus erinnern und das kam ja gerade eben nicht. Wir waren ja gerade in diesem Haus da drin. Deswegen. So, ich schmeiß mal was rein, ganz euphorisch. Ich schmeiß eh daneben. Ja, war mir klar. Die Animation nicht zum Wurf, dann passt. Gut, Freunde, war die Folge doch länger. Brauche ich doch nicht neu starten. Beziehungsweise Aufnahme abbrechen und ein neues Match suchen. Nur dann passt doch. Nein. Das war die Strafe. Oh, ich lebe wohl. Oh. Position halten. Jetzt kann man auf jeden Fall sagen, das wird eine Folge lang. Bei so 7 Minuten, 8 Minuten, so knappe 10 Minuten, das kann man doch schon geben. Für Insurgency-Verhältnisse. Ja, sagen wir mal noch, zum Schluss mit meinem Quatsch, wird es nochmal 10 Minuten. Mit meinem Intro zum Schluss, Intro, mein Outro. Meine Gaming-Partner, wo ihr gerne reinschauen könnt. Wie gesagt, da bekommt ihr wirklich jeden Schrutz, wirklich so billig, wie es nur irgendwie geht. Das ist kein Witz, ihr bekommt das wirklich nur so billig, wie es irgendwie geht. Ja, wie es machbar ist. Das billigste Spiel, was ich gesehen habe, war glaube ich 90 Cent oder so. 90 oder 80 Cent. Ja, ich glaube 90 oder 80 Cent war das billigste Spiel. Das war Dirt 3 gewesen. In der Complete-Kollektion, ne? Also wohlgemerkt. Von 2012. Ja, manche Spiele reinziehe von 2012, die kosten immer noch so 10, 12 Euro. Und Dirt ist jetzt nicht gerade eine unbeliebte Reihe, ne? Also, ist schon Premium. So, ich schmeiß mal was hin, ne? Ganz euphorisch, wie vorhin. Sagt, er steht da unten. Ja gut, ich dachte schon. Ja, unser Scharfschütze ist auch sehr aufhörig. Die Violette. Die spielt ja einen weiblichen Charakter. Der die Violette. Aufpassen. Hier kommen sie immer. Einmal da und einmal da vorne. Der steht hier in der Ecke, gut, alles klar. Die zwei bewachen. Bewachen hier, wollte ich sagen. Ach du Scheiße, sind da schon hier oben die Drecksäcke. Jetzt nicht mehr, Ey, jetzt er nicht stirbt, ne? Ich glaube, hier unten ist was. Ich höre sie auf jeden Fall draußen rumtingeln. Ich höre sie draußen rumtingeln. Stirb mir nicht weg, Alter. Stirb mir nicht weg. Wir kommen jetzt nicht. Da war da einer.
Jawoll. Puh, da wollten sie nochmal kommen mit der ganzen Armee hier. Ah, die KI dreht es am Fluss immer auf, ja? Größtenteils, also zu 90% immer. Zu 90%. Gibt auch Einzelfälle, wie gesagt. Aber sonst drehen die mal auf. Guck mal, wir haben Radio Man, aber kein Commander, jawohl. Wie geil ist das denn? So, Level 15, reicht das noch? Reicht es noch Level 15? Ja. Jawohl. Na, oder 14 wäre, na gut. Ja, naja. Dark Red Plate bekommen, also ein so ein Schal. Sagen wir mal Schal dazu. So, wir können hier rausgehen. Leave Game, jawohl. Ist ja auch neu, dieses Menü hier im Hintergrund, dass man halt sein Match so aussuchen kann. Gibt's uns auch noch nicht. Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und wie gesagt auch gerne ein Abo, wenn ihr weiter dranbleiben wollt. Und nicht vergessen, ja, ihr wisst es, Glöckchen aktivieren. Genau. Du hast verstanden, mein Sohn. Nee, Glocke aktivieren, dann wisst ihr Bescheid. Und wie viele Minuten haben wir jetzt auf dem Tacho? 11 Minuten, das passt doch. Das passt. Das ist ungefähr eine halbe Stunde oben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, 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 tschüssi.